Hallo, ich bin der Marco Wittmann, fahre für Team RMG bei BMW Motorsport und heute haben wir das Thema Reifen. Hier haben wir einmal einen Slicks, einen 320er, das ist sozusagen Hinterreifen von der Breite, einen 18 Zoll Reifen. Als Vorderrad haben wir eine 300er Breite und als Unterschied ist natürlich hier, das ist ein neuer Slicks, mit dem fahren wir im Qualifying und da können wir natürlich die maximale Performance herausholen. Hier haben wir einen Regenreifen, der eigentlich, ja, ich sag mal, wie in der Serie aussieht. Wir haben extra hier versetzt diese Profillippen, damit das Wasser am besten verdrängt werden kann. Und hier sieht man dann eben einen gebrauchten Reifen, der ist schon einige Kilometer gefahren, hat nicht mehr die Performance und wird dementsprechend entsorgt. Pro Wochenende haben wir 6 Reifensätze zur Verfügung. 2 davon fahren wir im freien Training, also es ist ganz egal, wann wir den nutzen, ob im ersten freien Training oder im zweiten oder sogar im Warm-up, das ist eigentlich uns selbst überlassen. Ab dem Qualifying haben wir dann 4 Satz Reifen zur Verfügung. Meist ist eben so die Strategie, dass man samstags im Qualifying 2 Satz fährt und am Sonntag und dementsprechend dann ins Rennen mit einem gebrauchten Satz startet. Ziel ist natürlich, dass wir mit einem Satz Reifen das Samstagsrennen, also die 40 Minuten Renndistanz, komplett überstehen. Dafür ist der Reifen gebaut, das hält er auch aus. Dennoch gibt es natürlich Rennstrecken, wo der Reifenverschleiß höher ist. Das heißt, gerade wie zum Beispiel in Sandford, wo der Asphalt sehr rau ist, haben wir einen höheren Reifenverschleiß, die Rundenzeiten bauen ab. Und da kommt es natürlich dann darauf an, wer kann mit seinem Reifen am besten haushalten, wer kann am Ende vielleicht noch pushen. Ja, Reifentaktik ist natürlich immer ein großes Thema, auch in der DTM. Gerade nach einem Boxenstopp, wenn du vielleicht 1-2 Runden früher stoppst, hast den frischen Reifen drauf. Und dann kannst du natürlich diese Performance ausnutzen, um vielleicht den anderen zu undercutten, nennen wir es, und ihn eben dadurch über den Boxenstopp zu überholen. Ja, Temperatur im Reifen ist natürlich ganz extrem wichtig, vor allem eben den Reifen ins Arbeitsfenster zu bekommen. Das ist teilweise das wichtigste oder der wichtigste Bestandteil wirklich am Rennauto. Da kann das Setup noch so gut sein, wenn du den Reifen nicht ins Fenster bekommst, damit er richtig arbeitet, dann bist du einfach zu langsam. Wenn du dann zum Beispiel auf den Regenreifen umsteigen musst, weil es vielleicht anfängt zu regnen, ist es natürlich immer eine kleine Rutschpartie, vor allem am Anfang. Du musst erstmal Vertrauen finden in den Reifen. Der Reifen braucht auch länger, bis er zum Arbeiten kommt, weil die Fahrbahn nass ist, die Temperaturen sind geringer und dadurch dauert es eben länger. Das war's von mir zum Thema Reifen. Jetzt heißt es Reifen aufziehen und auf die Strecke.